Hi Leute, hier ist euer DA Kira. Jo, wir sind jetzt mit der Staffel 3 am Start. Ich habe herausgefunden, dass dieser Bagger, wenn er ausgefahren ist, 23 Meter hoch ist. Das heißt, der Kran wird ungefähr, wie soll ich sagen, 30 Meter oder so hoch gewesen sein. Auf jeden Fall haben die jetzt diese Plane an der Seite weg und fünf da unten den Boden mit dem Bagger da drüben freigekratzt. Naja, mal gucken, was jetzt noch gemacht wird. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Wenn euch das Video gefällt, liked es. Die Hebebühne mit dem Wasser habe ich gesehen, die fährt gleich auch wieder hoch. Wird hinten runterfallen. Guckt durch die Lücke da. Ja, das war's. Ich werde mich jetzt mal an eine seitliche Position stellen, mit der man auch einen recht guten Überblick hat. Da oben. War das da oben, Leute? Habt ihr das gesehen? Der hat da drüben gearbeitet und da oben ist eine Lawine runter. Naja. Es windet hier mittlerweile irgendwie auch ganz schön stark schon. Soll heute irgendwie Sturmböen aufkommen oder so. Bis zu 50 km/h. Naja, also okay, so viel ist das noch nicht, aber schon. Ich habe mir jetzt mal einen ganz chilligen Platz. Leute, Leute. Das gesehen. Bin gespannt, was jetzt macht. Ich glaube, sie wollen da jetzt die Verankerung rausreißen. Da sieht man eindeutig so den Riss. Naja, obwohl. Jetzt, Leute. Die Autos müssen warten, glaube ich. Wenn sie zumindest keinen Lackschaden haben wollen. Oh, seht ihr das? Das verschiebt sich alles. Leute, jetzt vielleicht vorne. Naja. Oder ob die schon wieder Schluss machen. Frag mich nicht. Auf jeden Fall hat das gerade ziemlich gesplittert. Und da oben sieht man es auch wieder an diesem Schild. 23 Meter. Naja, ich hoffe, die machen. Oh ja, der Bagger setzt sich in Bewegung. Ja, ob der einmal ganz rumfährt?
Dann wäre es aber ein sehr aktiver Bagger. Ja, Leute, ich glaube, der fährt einmal ganz rum. Ich weiß noch, hier das, da hinten sieht man der Grand, wie ich noch hier saß, da unten. Und noch genascht habe hier. Hier ist ja ein Einkaufszentrum. Und jetzt, ich glaube, da will ich mich nicht mehr so einfach hinsetzen. Auf jeden Fall seht ihr diese abgebrochene kleine Sache da. Das war mal das Treppenhaus, wenn ihr mich fragt. Erkennt man noch daran? Moment. An diesem Teil. Ich guck noch mal nach dem Bagger. Also hier vorne haben die auch schon einen gefunden. Und irgendwie hat man Tropfen da drin. Ganz deutlich. Naja, ich gehe noch mal auf die andere Seite, Leute. Guckt mal euch die Lampe da an. Keine Ahnung, warum zum Teufel man die nicht abmontiert hat. Ich meine, die könnte man ja eventuell noch verwenden. Ja, schaut euch das an. Dieser riesen Bagger. Bewegt sich jetzt eiskalt. Und hier diese Schleifspuren am Boden. Das hat schon der andere Bagger weggemacht. Naja, der wird doch wohl einen Feierabend machen, oder? Oder fährt der so? Ah ja, ich weiß wohl. Wir begeben uns jetzt auch mal an diesen Ort. Hier steht auch noch so, ich glaube, ein Belüftungsschacht oder eine Lampe oder so. Weiß auch nicht. Da hinten steht schon die Hebebühne. Da waren die gestern auch sehr aktiv. Ja, da kommt Wetten hier vor rum. Da müssten wir aber den Container da wegfahren. Ah, nee, ich ahne wohin. Ich ahne wohin, Leute. Da waren die gestern, genau gestern. Genau, der fährt auf dieses aufgeschüttete Trümmerzeug, was schon runtergerissen wurde, drauf und boah, dann reist er da weiter. Genau, von hier kann man das eigentlich recht gut sehen. Seht ihr da? Der kann jetzt noch eigentlich ein paar Meter weiter vor, ja. Tut er auch. Jo Leute, ich würde sagen, das Video ist jetzt zu Ende. Lasst ein Abo da, macht ein Like. Bis zum nächsten Video.